Auf der Gynäkologie trifft die hochschwangere Mia Kunze mit heftigen Wehen und in Begleitung ihres Arbeitskollegen Simon ein. Weil die letzten Schwangerschaftswochen turbulent und die 24-Jährige bereits häufiger in der Klinik war, ist sie hier keine Unbekannte. Ach, die Frau Kunze ist schon wieder da. Geht's jetzt richtig los? Kein Fehlalarm mehr? Nee. Die Patientin Mia Kunze ist uns bekannt, weil sie schon zweimal bei uns auf Station gelegen hat, wegen eines Fehlalarms. Ja, scheint jetzt endlich voranzugehen. Die kleine Dame in ihrem Bauch hat sich jetzt ordentlich viel Zeit gelassen. Allerdings sollte auch dieser Aufenthalt nicht so ganz laufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und wenn es jetzt so richtig losgeht, haben Sie uns auch den werdenden Vater direkt hier mitgebracht? Naja, das ist jetzt nicht der Vater. Ich habe eben den Vater angerufen. Ich hoffe, der ist jetzt auf dem Weg hierhin. Okay. Aber das ist ein guter Arbeitskollege und Freund von mir, der hat mich hierhin gefahren. Ja, das finde ich ja ganz nett, dass Sie das gemacht haben. Ja, prima. Ja, dann können wir auch in den Kreißsaal gehen. Genau, hängen wir direkt an CTG. Ja, selbstverständlich. Ne? Gut. Darf ich die Tasche denn so geben? Ich würde eigentlich gerne, dass du... kannst du mitkommen, bitte? Ja, wenn du das willst, gerne. Ja. Mia war ja bisher in ihren Aufenthalten hier bei uns immer ohne Begleitung da. Und als sie dann den freundlichen jungen Mann mitgebracht hat, bin ich direkt davon ausgegangen, dass es der werdende Papa ist. Ja, dies war wohl nicht der Fall. Es ist wohl ein Arbeitskollege, der aber hier auch noch eine ganz tragende Rolle einnehmen sollte. So, dann geht's los. Ne? Geht's? Schön atmen. Ne? Da die werdende Mutter schon zu Beginn der Schwangerschaft vom Vater ihres Babys verlassen wurde, unterstützt Arbeitskollege Simon sie so gut er kann. Im Kreißsaal kümmert sich auch Schwester Birgit liebevoll um die Erstgebärende. Genau, schön einatmen. Leg dich so, wie es dir bequem ist. Magst du dich ein bisschen auf die Seite legen? Ja. Also, wenn du irgendwas machen möchtest, du kannst ja, wenn es dir recht ist, immer hier so ein kleines bisschen den Rücken drücken. Ne? Wenn sie es nicht mag, wird sie es dir sagen. Okay. Ja? Grundsätzlich kann die Mutter entscheiden, wer sie in den Kreißsaal begleitet und wer bei der Entbindung dabei ist. Natürlich ist es schon außergewöhnlich, dass es diesmal ein Arbeitskollege war. In der Regel ist dann eine Mutter oder eine Schwester oder der Kindsvater dabei. Aber das akzeptieren wir so, das nehmen wir so hin. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war ich froh, dass er da war. Okay. Ja, bitte? Birgit, ich habe hier den Freund und den werdenden Papa. Gehen Sie einmal durch. Ex-Freund bin ich. Oh, hallo, guten Tag. Hi, Mia. Schön, dass du da bist. Hi. Hat ja noch geklappt, wir sind noch zeitig. Wer bist du? Der Neue? Nee, ich bin Simon, der Arbeitskollege von ihr. Hi. Super. So, dann ist der Papa ja doch da. Hat es ja doch geklappt. Ja. So, drehen wir dich mal ein bisschen anders hin. So, für Sie auch das erste Kind? Ja, genau. Ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Ich bin der Moritz. Okay. Ich denke mal, wäre jetzt auch besser, dass ich mich auf den Heimweg mache. Nein, Simon, bleib doch hier. Ist das okay für dich, Moritz, wenn der Simon auch hier bleibt? Für mich ist das so egal. Ich weiß eh nicht, was ich hier machen soll. Ich stehe die ganze Zeit doof rum. Ich wäre eigentlich gar nicht hier. Meine Mutter hat mich gezwungen, hier hinzukommen. Ich habe gar keinen Bock auf sowas. Echt? Du bist ja hier für dein Kind. Ja, trotzdem. Und für die Mutter? Zur Unterstützung vielleicht so ein bisschen? Ich weiß gar nicht, wie ich hier unterstützen soll. Was soll ich denn hier machen? Du kriegst das Kind doch alleine. Ich mache doch gar nichts hier. Bitte. Zuhören, die Hand halten, unterstützen, Mut zu sprechen. Oh, da gibt's eine Riesenliste, die man machen kann. Es war nicht schön mit anzusehen, wie Mia immer wieder so einen Hilfeschrei, so eine Hand oder so ein Wort an ihren Kindsvater richtete und das eigentlich jedes Mal abprallte und er völlig emotionslos ihr gegenüber stand. Und wieder einatmen, Mia. Und ausatmen. Das ist aber auch sehr unbequem, wie du da sitzt. Drück mich fest in meine Hand. Ich habe da kein Problem. Oh, Mia, übertreib doch nicht. Ist das immer so laut? Nee, das war nicht laut. Das war eigentlich noch leise. Entschuldigung. Das ist alles gut, Mia. Mach mal die Augen auf. Schau mich mal an. Jetzt versuchst du mal, dich an alles zu erinnern, was wir im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben. Im Kreißsaal sollte immer eine entspannte und ruhige Atmosphäre sein. Das ist für Mutter und Kind ganz wichtig. In dem Moment, wo der Arbeitskollege, also der Simon, an der Seite von der Mia war, hatte man das Gefühl, hier findet eine Wohlfühlatmosphäre statt. Aber in den Momenten, wo der genetische Vater sich zu Wort gemeldet hat, kippte die Stimmung sofort. Manchmal muss man einen Positionswechsel mal machen, ne? So, stelle ich einmal... Ups. Okay. Ja. Oh mein Gott. Das ist die Fruchtblase, die geplatzt ist. Aber alles gut. Warum ist sie so grün? Ja, das erkläre ich dir jetzt. Warum ist das so grün? Das ist, also das Baby hat schon den ersten AA-Haufen gemacht. Bäh, Mia, das Baby hat ja schon in den Bauch geschissen.
Mein Gott. Naja, also das kann man jetzt, würde ich jetzt so nicht sagen, in den Bauch geschissen. Das Baby hat einfach Verdauung in der Fruchtblase, in der es ist. Und deshalb verfärbt sich das Fruchtwasser dann grün. Ekelhaft. So, Mia. Pass auf, du legst dich jetzt hin. Ich rufe jetzt die Ärztin an. Bei grünem Fruchtwasser sollte man sehen, dass die Entbindung schnellstmöglich vorangetrieben wird, weil das sonst schon zu Komplikationen führen könnte. Und deshalb war es mir jetzt wirklich wichtig, dass die Johanna Krämer dann zu uns kam. Oh, Mina, ich glaube, ich muss gehen. Boah, mir ist so schlecht geworden davon. Aber wieso? Boah, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Die Luft hier drin, das ist so stickig. Mir. Ich hab da keinen Bock drauf. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Bitte ruf mich einfach an. Ruf mich an, wenn das Kind da ist und dann ist okay. Bitte, bleib hier, Moritz. Das ist auch dein Kind. Wie kannst du denn jetzt einfach gehen? Nee, hab ich echt keinen Bock drauf. Bitte, Moritz. Du machst das auch so. Ich glaub an dich. Ich finde das total scheiße von ihm. Der Moritz hat mit seinem ganzen Gehabe, Gerede und seiner ganzen Anwesenheit eigentlich immer nur miese Stimmung gebracht. Aber da war ja noch jemand anders im Kreißsaal. Das geht gut voran, das ist nicht mehr lange. Ja, guck mal, Mia. Wow, prima, den Rest schaffen sie auch noch. Mhm. Ja, ja, das kriegen wir doch gebügelt. In meinem Leben läuft sowieso immer alles schief. Och, das läuft jetzt nicht schief, das geht jetzt prima, das Baby kommt jetzt bald. Ja, nicht mal der Vater ist bei der Geburt dabei und lässt mich einfach allein. Mia. Ich helfe dir auch. Ich wollte nur Mann, der an meiner Seite steht und der mich unterstützt, aber ich habe immer Pech. Und jetzt stehe ich hier alleine da. Denken Sie jetzt erstmal an Ihr Baby. Oh, Sie werden sehen, das ist so schön. Aber danke, dass du wenigstens bei mir bist. Kein Thema, Mia. Ich mache das gerne. Wenn Frauen gerade in dieser entscheidenden Phase der Geburt so extrem belastet werden, kann das auf keinen Fall für Mutter und für das Kind eine stressfreie und einfache Entbindung gewährleisten. Kinder auf die Brust, komm! So, und jetzt einmal und press mal. Trotz ihrer Verzweiflung über den unterkühlten Abgang des Kindsvaters kämpft sich die 24-Jährige tapfer durch die Geburt. Arbeitskollege Simon weicht dabei keinen Zentimeter von Mias Seite. Rund 30 Minuten später ist es fast geschafft. Weiter, drück, 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 schauen Sie mal, Frau Kunze, das haben Sie geschafft. Guck mal, was für ein hübsches Mädchen. Ja. So. Das ist die Belohnung für die ganze Anstrengung. Wir müssen es dir einmal kurz wegnehmen. Einmal ja, zur die Kinderärztin. Sie nimmt es mal eben mit, ne? Und es wird untersucht. Ich nehme das Baby. Ich bring sie gleich wieder. Gleich kommt sie wieder. Jetzt hast du es alles geschafft. Gleich nach der Geburt darf sich die frisch gebackene Mutter etwas ausruhen. Dafür bittet Schwester Birgit Mias Arbeitskollegen Simon nach draußen. Vor der Kreißsaaltür möchte der junge Mann dann dringend noch etwas loswerden. Und? Ach, ja, war schon. Was soll ich sagen? Erlebnisreich? Ja, ist auf jeden Fall. Du hast das ganz super gemacht. Ja, danke. Also ich finde, du hast dich wacker geschlagen, dass du das das erste Mal gemacht hast. Mhm. Also du bist echt ein richtig guter Freund. Ich wäre halt ein bisschen mehr als ein guter Freund. Ne? Du hast sie gern, ne? Ja, wir sind ja schon ein bisschen länger sitzen im Büro nebeneinander. Und ja, dann kam das halt so. Und ich weiß auch nicht, wie ich das einer Schwangeren, die von jemand anders schwanger ist, erzählen soll, dass man sie liebt. Ne? Vielleicht musst du es einfach ansprechen. Wenn man den Simon anschaut und den Moritz, das sind ja zwei völlig verschiedene Typen gewesen. Von da hat er gedacht, er macht gar keine Schnitte bei der Mia. Da musste man ihn schon mal so ein bisschen anstippen. Männer brauchen manchmal so einen kleinen Motivationsschuss. Erhol dich, trink einen Kaffee, aber ist ja alles gut. Erschöpft macht sich der 26-Jährige auf den Nachhauseweg. Ob er sich am nächsten Tag wirklich ein Herz fasst und Mia seine Liebe gesteht, bleibt abzuwarten. Zuerst hat Dr. Johanna Krämer medizinische Neuigkeiten für die frisch gebackene Mutter. Ich habe auch nur gute Ergebnisse. Die Kinderärztin hat sie untersucht und hat uns schon den Befund mitgegeben. Ja, genau, stimmt. Also das war in Ordnung, da gibt es keinen Infekt. Und von Ihnen habe ich auch noch die Laborwerte. Das sieht auch gut aus und auch der Abstrich, da ist auch nichts. Ja, bitte. Nee, ich hätte einmal Besuch im Angebot. Aha, oh. Wer kommt denn da? Oh. Hallo. Das ist aber doch mal ein toller Besuch. Ich hab dir... Schön, dass du da bist. Hi. Ah, und was Praktisches mitgebracht. Ja. Soll ich die da hinstellen? Geh hin, wir wollten nur gucken, wie es geht. Ich wollte nach dem Stillen fragen. Und wie geht's dir? Gut, soweit, ja. Und dir?
Ja, auch ja. Gut. Ich freue mich, dass du da bist. Schau dir mal die Luna an. Ja. Sie ist zwar gerade am Schlafen, aber kannst du ja mal rüberkommen. Oh ja. Mann. Süß, guck mal, oder? Sieht aus wie du. Nachdem du schon bei der Geburt dabei warst, habe ich dich als Babysitter fest eingeplant, zukünftig. Okay. Babysitter? Ja. Oder? Ja. Wie jetzt? Also. Wir hatten eine kleine Unterhaltung. Wir zwei hatten eine kleine Unterhaltung nach der Entbindung. Und aber über was? Ja. Über. Mir wurde halt klar, dass nochmal nach der Geburt, dass ich mehr für dich empfinde und dir beistehen möchte. Dabei, dass wir das zusammen eventuell mit dem Baby schaffen. Oh, das ist süß von dir. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen ein bisschen die Wörter. Aber vielen Dank, dass du mir beistandst. Du hast mich sehr unterstützt und sehr den Rücken gestärkt. Und ja, ohne dich hätte ich das nicht so geschafft. Das mache ich sehr lieb gerne für dich. Danke. Wir schaffen das. Bist du mehr der emotionale Papa als der andere, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung, die tut dir nichts zur Sache, aber... An dem musst du sowieso vergessen. Ich fand, du warst da schon klasse. Danke. Drei Tage später konnten die 24-Jährige und ihr Baby die Klinik verlassen. Im Anschluss hat sich Simon weiter rührend um Mia und Luna gekümmert. Mittlerweile haben die ehemaligen Arbeitskollegen tatsächlich den Schritt in eine Beziehung gewagt und sind sehr glücklich.